Experiment Vergesellschaftung von drei mongolischen Rennmäusen. Ich komme heute nach Hause und auf der linken Seite, wo meine eine alte Rennmaus sein soll, sind auf einmal zwei. Und auf der rechten Seite, wo vorher die beiden kleinen neun waren, ist bloß noch eine. Da hat sich eine Rennmaus heute irgendwann über dieses Gitter rüber geschlawinert und in das gegnerische Lager. Und ich war nicht da. Zum Glück ist an beiden Rennmäusen keine Verletzungen sichtbar, keine blutigen Nasen oder irgendwas anderes. Aber ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass mir fast das Herz stehen geblieben ist. Scheinbar aber scheinen die sich ganz gut zu verstehen. Und die andere sitzt halt jetzt da unten. So. Rechts die dicke alte und links die kleine neue. Keinerlei Aggression erkennbar. Sitzen jetzt zwar auch nicht direkt nebeneinander und kuscheln miteinander, aber ja. Mein Plan ist jetzt folgender, dass ich, wenn die mir schon die Arbeit des Vergesellschaftens abnehmen und sich selbst vergesellschaften, na kick mal da, da krabbelt ja. Aber die kommt doch da gar nicht rüber, verdammt nochmal. Wie haben die das denn geschafft? Gut, egal. Der Plan ist jetzt folgender. Ich werde jetzt die zweite kleine Rennmaus, die da hinten, die da gerade am Gitter geschnuppelt hat, jetzt hier noch links mit reinsetzen. Handschuhe habe ich schon mal reingelegt, dass die vielleicht den Duft ein bisschen annehmen und nicht so ganz fremd glöcken. Und Spritzwasserflasche ist auch da. Das heißt, falls es zu Streitereien kommt und man will ja nie wissen, bin ich gewappnet. Wünscht mir Glück. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich die Kamera auch wie so positionieren kann, dass man das auch sieht. Und dann werden wir sehen, was passiert. Noch an die Adresse von Caro. Tut mir ganz so leid, du wolltest ja eigentlich dabei sein. Aber du hast bestimmt Verständnis. Wäre, glaube ich, ziemlich blöd, wenn ich das jetzt, wie soll ich sagen, ich werde das jetzt einfach mal trotzdem machen. So. Ah, bei den Hühnern. Okay, also das ist jetzt das Gitter. Da sind die beiden Mäuse. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Und ich spann den Flitzebogen. Na du Maus? Kann ich mal hier Steck mal weg. Ich hab ihn gemacht. Ach Mensch, ne. Okay, ein Brettspatzen. Na super. Ich muss eh Stopp sagen. So, Jungs, Mädels, ab in den Süden. Ich hab Angst. Na, los, komm. Die Party geht ab. Hallo. Hallo Maus. Komm mal hin. Ich probier mal was. Ja, ich sag's. Nein. Der Vorführeffekt, normalerweise kommen die sogar schon direkt auf die Hand ein bisschen gelaufen, so gerade so. Nee, komm mal hin, komm mal hin. Komm mal hin. Yay, Hui, da ist er ja. Da, guck mal, guck in die Kamera, bitte lächeln. Ich hab Angst. So, Maus. Komm mal her. Bitte, 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 bitte. Habt euch lieb. Was hast du denn? Sieht man was?
Ja, die drei beschnuppeln sich. Oh, seid lieb zueinander. Aber welche war jetzt die, die ich eben reingesetzt habe? Die sehen so gleich aus, verdammt. Ach, ist das süß. Ja. Ja, genau. Wie schnuffelt der Po? Die Lampe ein bisschen wegmachen. Oh. Okay. Ich bin begeistert. Oh, ist schön. Ich glaube, es klappt. Ja, Speedy, schön lieb sein. Das sind doch zwei süße kleine Mäuschen, oder? Kann ich noch ein bisschen dichter ranzoomen, dann könnt ihr das noch besser sehen. Könnt ihr ja mal probieren jetzt, oder nee, ich lasse es erstmal noch so. Ich werde dann mal demnächst das Trennen hier dann noch raus. Nee, werde ich nicht. Ich glaube, ich nehme erstmal die Pappe da raus. Ist ein bisschen vergrößert, oder? Ich glaube, ich lasse es erstmal so in Plastik. Oder was sagt ihr? Nee, ich lasse es erstmal so. Die Wasserflasche hänge ich noch rüber. Wie ist diese Maus darüber gekommen? Das gibt's doch gar nicht. Das ist alles dicht. Da kommt keiner durch, hier kommt keiner durch. Und da drüben auch nicht. Aber wie kommt die denn da oben rüber? Verdammt nochmal. Wie hoch ist denn die gesprungen? Das gibt's ja gar nicht. Krass. Mann, dann bin ich ja froh, dass hier keine tote Maus in meinem Terrarium liegt. Also ich würde sagen, sieht gut aus, oder? Was mit ihr? Ja. Okay, dann lassen wir die mal.
es was Neues gibt, dann melde ich mich nochmal. Macht's gut.